Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um lineare Gleichungen, das heißt, wir haben eine Variable diesmal auf beiden Seiten. Das ist der Unterschied zu dem, was wir in der 6. und 7. Klasse gelernt haben. Dort haben wir mit Äquivalenzumformungen Gleichungen gelöst. Das könnt ihr noch. Der Unterschied jetzt ist, dass auf der einen Seite ein x steht und auf der anderen Seite ein x. Aufpassen, hier steht 7x und 2x. Das sind keine getrennten Sachen, sondern die gehören zusammen. 7 Äpfel, 7x, 2 Äpfel, 2x. Die darf man nicht so leicht trennen, erst gegen Schluss. Aber das zeige ich euch, wie man das jetzt rechnet, jetzt im Video. Als erstes muss ich schauen, was man in dieser Gleichung berechnen kann. Das haben wir auch also in der 6. und 7. Klasse mal gemacht. Was man rechnen kann, darf man rechnen. Natürlich 7x minus 4 darf ich nichts machen. Aber hier hinten, 6 hoch minus 2, ich kann die Potenzen noch auflösen. Und das weiß ich ja eigentlich aus der 7. Klasse, da habe ich das gelernt, dass ich das auflöse, indem ich quasi eine Potenzregel anwende. Die Potenzregel findet man hier auch noch auf Seite 8. Ich kann quasi dieses 6 hoch minus 2 schreiben als ein 36. Weil ich lasse quasi dieses Minus hier weg, dieses Minus, was auch hier steht, und schreibe stattdessen diese komplette Potenz in den Nenner. So mache ich es hier auch. Also Minus weglassen, 6 hoch 2 in den Nenner schreiben, ein 36. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann habe ich doch 216 36. Das gibt gerade 6. So, und jetzt haben wir es tatsächlich so weit, dass wir machen können, dass wir mit Äquivalenzumformungen anfangen können. Denn hier ist nichts mehr zu rechnen. Weder 7x minus 4 noch 2x plus 6. Darf ich alles nicht zusammenfassen. Was gilt bei der Äquivalenzumformung? Ich mache zuerst eine Strich-Äquivalenzumformung und dann eine Punkt-Äquivalenzumformung. Das heißt, ich muss zuerst mit Plus und Minus arbeiten und dann mit Mal oder geteilt. Das ist ein bisschen anders wie bei der Punkt-vor-Strich-Rechnung. Bei der Äquivalenzumformung ist es genau andersrum, wenn man sich das so merken will. Wir wollen ja am Schluss auf x ist gleich 2 kommen. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass alles, was ein x hat, auf die eine Seite kommt und alles, was kein x hat, auf die andere Seite. So ist es doch hier. Das heißt, ich bringe auf jeden Fall erstmal auf der linken Seite, um das x zu befreien, das minus 4 weg. Und wie mache ich das? Indem ich auf beiden Seiten plus 4 rechne. Also dann bleibt links 7x stehen und auf der rechten Seite 2x plus 10. Warum? Weil ich auf beiden Seiten plus 4 gerechnet habe. Damit fällt es links weg und rechts wird aus dem 6 10. Anschließend muss ich noch das 2x rüberbringen. Warum? Das war hier noch überflüssig. Wir haben doch gesagt gehabt, wir wollen alle x auf die eine Seite bringen und alles, was kein x hat, auf die andere Seite bringen. Dadurch entsteht drüben ein 5x und auf der anderen Seite ein 10, weil ich das 2x wegbringe durch das minus 2x. Alles, was ich hinter der Äquivalenzumformung schreibe oder hinter den Kommandostrich schreibe, das muss in der nächsten Zeile auf beiden Seiten gemacht werden. Das waren beides Strich-Äquivalenzumformungen. Jetzt erst kommt die Punkt-Äquivalenz. Warum? Hätte ich hier schon durch 7 geteilt, nämlich das, was vor dem x steht, hätte ich den Term durch 7, das durch 7, das durch 7 und das durch 7 rechnen müssen. Weil ich ja quasi alles auf immer auf jeder Seite alles gleichzeitig machen muss. Und da hier ganz viele Terme stehen, hätte ich jeden einzelnen Term durch 7 teilen müssen. Also mache ich es jetzt erst am Schluss, indem ich den 5er hier befreie oder das x von der 5 befreie, beide Seiten durch 5 dividieren und dann komme ich genau auf dieses Ergebnis x ist gleich 2. Was hat sich also geändert im Vergleich zum letzten Jahr? Das Einzige, dass wir am Anfang natürlich erstmal ausrechnen müssen und dann, dass wir auf beiden Seiten x haben und die zusammenfassen müssen. Das heißt, wir bringen alles, was ein x hat, auf die eine Seite und alles, was kein x hat, auf die andere Seite. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Das sind Schritte, die man machen muss und da, wo man aufpassen muss, aber dann ist es eigentlich recht leicht und dann kann man auch bei Stehgreifaufgaben und Schulaufgaben sehr gut Punkte holen.